So, hergerichtet bin ich. Die Wanda kommt jetzt gleich vorbei und holt mich ab. Bis dahin muss ich in Thermoklamotten eingepackt sein und die Kira hergerichtet. Dann kommt die Pegaso einstweil zu Chris nach Schwindeck in die Werkstatt. Und dann hole ich im Dorf noch das Hundetaxi, weil mit dem werde ich am Samstag aufs Vlogger-Treffen fahren nach Koblenz. Heißt das im Klartext, ich muss mich jetzt mal wieder ein klein bisschen beeilen. Und dann möchte ich euch noch was erzählen später von Roseanne. Und zwar eine der Sendungen, die ich als Kind geliebt habe und jeden Tag angeguckt habe, war Roseanne mit der englischsprachigen Schauspielerin und Stand-Up-Comedian Roseanne Barr. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Normalerweise kennt die jeder, also zumindest vom Sehen. Da gab es jetzt eine 10. Staffel, also die ursprünglichen Folgen gingen bis Staffel 9. Und jetzt gab es ein Reboot dieser Serie, nämlich die Staffel 10, aber bereits nach Staffel 10. Ende letzten Jahres, beziehungsweise die dieses Jahr beendet war, hätte jetzt Staffel 11 kommen sollen, aber wegen irgendeinem dummen Tweet hat ABC Roseanne gefeuert. Und jetzt habe ich auf Amazon gesehen, jetzt gibt es die nächste Staffel, also die 11. Heißt jetzt allerdings nicht mehr Roseanne, sondern die Folge heißt jetzt The Conners. Und ist vom Prinzip her exakt derselbe Plot, nur dass die Roseanne fehlt. Und das ist auch mein Problem, die Roseanne fehlt. Roseanne ohne Roseanne ist nicht The Conners. Roseanne ohne Roseanne ist Shit. I don't care. Das will ich gar nicht sehen. Sehr schade. Ich habe mir eine Folge angeguckt und tut nur weh. Es ist ohne Roseanne ist es halt eben nicht Roseanne und dann hat die Show für mich auch keinen Wert mehr. Ja, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. So, ich mache mich auf den Weg. Euch nehme ich mit. Wenn du quer in die Parklücke einparkst, weil du denkst, na, vielleicht kommt noch ein Smart. So, Lille. An sich haben wir jetzt alles erledigt. Jetzt war ich gerade noch im Actionmarkt. Dort gibt es ja mir so relativ günstige und gut haltbare Hundeknochen zum Kauen für die Gira. Ja, die Kleine ist auch dabei. Und dann muss ich das Hundetaxi nochmal tanken und dann ist das Hundetaxi einstweilen eigentlich bereit für die Fahrt am Samstag nach Koblenz. Jo, ich habe meine Hundesachen relativ schnell gehabt. Mutter ist natürlich noch im Actionmarkt, weil wenn man eine Frau in einen solchen Markt reinschickt, dauert es natürlich auch eine ganze Weile, bis sie da dann wieder rauskommt. Ja, sei ihr vergönnt. So, jetzt mittlerweile wieder zu Hause angekommen, alles erledigt, Hund schläft, war zwar eigentlich kaum draußen unterwegs, also wir waren heute früh spazieren und mittags, aber die Autofahrt hat wohl ausgereicht, dass Kira der Meinung ist, es ist genug erledigt für heute, also, sie ist wirklich heimgekommen, hat sich sofort ins Köpfchen gelegt und hat geschlafen. Okay, ich wollte nochmal ganz kurz zurück auf das Thema Roseanne. Und zwar, warum mich das so ein ganz klein bisschen gerade nervt, ist, ja, ich verstehe, wenn jemand, der in der Öffentlichkeit steht, blöde Kommentare als Tweet losjagt oder ähnliches oder so wie es im Fall von The Roseanne war, sogar eine rassistische Bemerkung oder zumindest eine Bemerkung, die man hat rassistisch, ach ja, mal ein bisschen Platz machen, eine Bemerkung, die man hat rassistisch auslegen können, verstehe ich, dass das nicht ganz ungestraft bleiben darf und da soll von mir aus auch ein Shitstorm losgetreten werden und was weiß ich was, nur ist mir halt einfach in den letzten Wochen aufgefallen, dass bei mehreren Sendungen, die ich ganz gern angucke, irgendwelche Hauptdarsteller oder Protagonisten jetzt rausgestrichen sind. Einfach weil die Jungs oder Mädels per Social Media nicht ganz dem Image, das der Sender haben möchte, entspricht. Das trifft auf der einen Seite die Roseanne Barr. Dann bei The Ranch, eine Serie, die ich auf Netflix gucke und total liebe, da haben sie einen der Hauptdarsteller rausgestrichen, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er eine Frau sexuell belästigt hätte. Noch nicht mal verurteilt deswegen, sondern da hat lediglich jemand den Vorwurf gemacht. Und das hat schon ausgereicht, dass der Charakter sofort rausgestrichen wurde. Dann, wer kennt Tim Allen nicht, der Heimwerkerkönig? Der hatte auch eine schöne neue Serie. Die lief, glaube ich, produziert auch von ABC, jedenfalls noch nicht auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. Aber man konnte sich die Folgen eine Zeit lang auf iTunes kaufen, beziehungsweise ich schätze mal, die kann man auch immer noch kaufen. Und da hatte ich die ersten 3 Staffeln, glaube ich, hatte ich geguckt. Da habe ich mich auch in die Charaktere aus Staffel 1 verliebt und das war ein super Cast. Die haben alle einen tollen Job gemacht. Und auf
einmal, zapp, zapp, haben sie eine Tochter ausgetauscht. Und ich weiß nicht, wie geht's euch? Also jetzt ohne werten zu wollen, ob das, was sie getan haben, rechtfertigt, dass man sie rausschmeißt aus der Serie. Das lasse ich mal alles außen vor. Um das geht's mir jetzt hier gar nicht. Sondern mir geht's einfach gerade darum, dass mich das unheimlich stört, wenn ich eine Serie angucke. Wenn es da auf einmal solche drastischen Einschnitte in den Plot gibt. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Stört euch das auch so? Oder geht es nur mir so, dass ich dann irgendwie... Die ganze Serie dann ist dann irgendwie so ein klein bisschen versaut für mich. Aber am allerheftigsten vom Wechsel her des Casts traf es mich bei der Serie Misfits. Kann ich euch auch empfehlen. Wirkt so ein bisschen trashig, ist eine UK-Serie. Hab ich auch total gern geguckt. Und da habt ihr vom Cast her sechs Jugendliche. Und von diesen sechs Jugendlichen bleibt nach Staffel 1 exakt einer übrig. Ein einziger ist noch übrig vom ursprünglichen Set. Und der wird in der dritten oder vierten Folge einfach rausgekillt. Also auch da kann ich mir jetzt die letzte Staffel mehr oder minder nicht mehr angucken. Einfach weil das hat mit der Serie, die ich ursprünglich angefangen habe zu gucken, nicht mehr viel zu tun. Ich meine, der Plot ist der gleiche, aber wenn alles ausgetauscht wird, ist irgendwie... Ah, ich weiß nicht. Da bin ich empfindlich. Ja, weiß nicht warum. Eigentlich habe ich gar keinen Grund, jetzt hier abzuranten, aber das hat mich jetzt heute tatsächlich genervt mit der Roseanne. Ich habe Amazon angemacht und habe The Conners gesehen, dann, The Conners? Und dann festgestellt, wow, mich riesig gefreut, es gibt scheinbar neue Folgen von Roseanne. Und im selben Augenblick habe ich dann quasi rausgefunden, gleich bei Folge 1 von The Conners, dass die Roseanne verstorben ist. Und dann, wie gibt's denn das? Das wäre doch an mir vorbeigescrollt, wenn es da irgendwie eine Todesmeldung gab. Und dann kurz online nachgeguckt und festgestellt, nee, mir ist eine ganze Staffel flöten gegangen, da hat die Roseanne noch mitgespielt und jetzt haben sie einfach vom Cast gestrichen, eben wegen diesem Tweet. Ha, das ist einfach ärgerlich. Tja, jetzt stehe ich wieder da. Was schaue ich an? Alle meine Serien habe ich momentan fertig geguckt. Vampire Diaries wurde mir noch nahegelegt, aber da habe ich irgendwann mal angefangen und relativ flott wieder aufgehört. Das war nicht ganz so das meine. Jetzt stelle ich mir momentan echt die Frage, welche Serie gucke ich mir denn jetzt an? The Conners jedenfalls nicht. Gut, für heute höre ich auch schon bedarf. Ich glaube, ich gewöhne mich momentan so an dieses Format mit knapp 5-6 Minuten und dafür öfters mal eine kleine Folge vom Blog. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Jedenfalls, ich bin schon super gespannt auf den Samstag. Ich freue mich schon unendlich drauf, die Jungs und Mädels vom Vlogger Grillen wiederzutreffen. Ich freue mich total auf den Frankie, ich freue mich total auf den Till. Die Annie, hoffe ich, von der habe ich jetzt nicht viel gehört, gelesen oder gesehen in den letzten Tagen und Wochen, aber ich hoffe, die ist natürlich auch wieder mit dabei. Ich freue mich selbstverständlich auf die Angie, damit ich sie nachträglich zum Geburtstag auch noch kurz drücken kann. Und ich freue mich auf jeden von euch, der zufällig zuschaut und auch Bock hat, mit vorbeizukommen. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Die Jungs und Mädels live zu treffen, ist einfach nochmal was richtig geil anderes, als sie nur so an der Matte in YouTube zu sehen. Schaut also auch bei den anderen auf den Kanälen vorbei. Kommt am Samstag unbedingt nach Koblenz. Um 14 Uhr treffen wir uns dort vor Lanzer Stadel am Weihnachtsmarkt. Und bis dahin schätze ich mal, gibt es von mir ein, zwei und kein Vlog. Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal. Also, bis Samstag. Ciao.